Am Anfang war es fast komisch mit anzusehen, wie sein lächerlicher Stolz verletzt war. Und wenn ich ehrlich bin, ich hab's sogar genossen. Zumal ich wirklich dachte, er wüsste selber, wie lächerlich sein Verhalten ist. Er hat es nicht gewusst. Und als ich dann versuchte, später zu klären, ihm zu sagen, dass für mich kein Unterschied besteht bei einem Mann, ob er nun gerade top ist oder nicht, da war es zu spät. Sobald dieses Thema angeschnitten war, wie eine Mauer, Sidonie, wie eine Mauer. Und dann fing Zug um Zug die Ehrlichkeit zu sterben an.